Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stellaris. So, wie man sieht, wir sind noch immer im Krieg, nach wie vor. System Survey complete. Wir hoffen jetzt einfach mal. Ich möchte mal einen Anspruch stellen. Ansprüche stellen. Das da, das sollte wieder mir gehören. Bin ich voll für. Oder was heißt wieder mir gehören? Das war geplant, dass ich das hier noch alles einnehme. Ich weiß noch immer nicht, ob wir irgendwelche Ansprüche hier gestellt haben. Keine Ahnung. So, die sind da eingefallen, die dürfen jetzt dahin. Dann haben wir zumindest schon mal alles zurück, was uns gehörte. Das scheinen nur noch kleine Flotten hier zu sein, was gut ist für uns. Sehr gut ist für uns. So, Forschungsschiff einmal da oben. Spezialprojekt. Und einmal hier unten. Gibt es kein Spezialprojekt mehr, ne? Habe ich mir fast gedacht. Schon abgelaufen. Doch, da haben wir noch Trümmer. Da oben. Dann fliegst du einmal hier hin, das Spezialprojekt erforschen. Construction complete. So, Konstruktionsschiff ist auch fertig geworden. Das darf da mal hier hin. So, der baut noch eine Bergbaustation, dann ist er da auch fertig. Dann kann ich mal die letzten Systeme noch einnehmen. So, seine große Flotte scheint er abgezogen zu haben. Technological acquisition successful. So, Disruptor freigeschaltet. Und nehmen wir gleich mal den Ionendisruptor. Noch 18 Monate, dann können wir endlich einen Zerstörer bauen. Das geht aber auch Construction langsam an complete. Zeit. Special So. project complete. Interessant. Und Sternbasis. So, das sollten wir eigentlich einnehmen können. Haben wir auch. Sehr schön. Im Moment, da ist noch eine Feindflotte. Kommt die oder geht die? Nee, die geht. Die haut ab. Gut, dann würde ich mal sagen, aufwerten und heilen. Also reparieren. Construction complete. Kann natürlich sein, dass sie das jetzt wieder zurückerobern. Monatlicher Handelspreis so zu niedrig. Mindestens einer unserer monatlichen Handelsabkommen hat einen Preis, der nicht dem von uns erlaubten Mindesthöchstpreis entspricht. Warum? Wahrscheinlich kann ich nichts mehr verkaufen, weil Energiecredits voll sind. Aber wir können mal Minerale kaufen. Und hier brauchen wir auch nicht mehr so viele kaufen. Da reicht 40 monatlich. So, jetzt habe ich hier ganz viele Einzelflotten, was eigentlich gar nicht gut ist.
Construction complete. Mal gucken, wir aufwerten alles. Und dann wieder dahin. Ship augmentations completed. Ship augmentations completed. Einmal kurz abwarten, bis die alle fertig sind. Technological acquisition successful. Sehr schön. Zerstörer freigeschaltet. Titanitkraftwerk. Oh, Plastik-Stahlpanzerung. Und dann gehen wir mal in den Flottenmanager. Schiffsdesign hinzufügen. Zerstörer. Machen wir mal 5. Obwohl, können wir gleich 10 machen, oder? Machen wir gleich 10 Zerstörer. Und zack. Bei dir machen wir ebenfalls 10 Zerstörer. Fesel, wenn nicht hoch genug. So. Ach so, weil er 30 Korvetten hat, kann ich den nicht. Aber nur noch die beiden Anführer. Ach nee, hier geht's noch weiter. Zerstörer. Können wir jetzt leider nur 5 machen, weil wir noch 40 Korvetten da haben. Machen wir natürlich nur die Flotten, wo auch ein Anführer dabei ist. So, die Flotte hätte ich gern aufgelöst. Zustimmen. Auflösen, zustimmen. Auflösen, zustimmen. Auflösen, zustimmen. Apex können wir nicht auflösen, okay. Können wir auch alle nicht auflösen. Warum auch immer das nicht geht. Ganzen Einzelschiffe hier loswerden. Das Fenster hier oben zu klein. Der hat schon so viele Schiffe hier drin. Packen wir ihm auch mal einen Zerstörer dazu. Und packen dem noch einen Anführer dazu. Sensorreichweite. Auflösen. Ne, den lösen wir nicht auf. Und hier können wir wieder nicht auflösen, richtig? Hier passt so sieht's aus. Warum auch immer, ich weiß nicht, warum das nicht geht. Gut.
dann würde ich sagen, den können wir noch aufsehen. System Survey complete. Asantos wurde zum neuen Präsidenten der Föderation ernannt. Das ist ja schön. So, sind leider alle dagegen. Da sind auch alle dagegen. 30 Jahre ebenfalls. Und alles andere können wir nicht. Achso, das war das mit den Flotten, okay. Flotten haben wir nicht, Mitglieder ist klar. Ich bin am überlegen, ob wir noch einen Gesandten zuweisen. Machen wir mal. Wir wollen ja unsere Flotte auch verbessern. So, wie sieht's hier aus? Ship augmentations completed. Da hinten. Hast du was zu tun? Nicht so aus. Dann kannst du mal dahin das Spezialprojekt erforschen. Beschluss. Ach Moment, wir sind nicht mehr im Krieg. Toll, ich habe die beiden Systeme gekriegt, aber nicht das hier. Aber gut, wenn die beiden Systeme jetzt uns gehören, warum nicht? Dann kommt mal eine Flotte dahin. Moment, das machen wir anders. Solution. New Ship. Und dahin. Solution fliegt dahin. Der fliegt dahin. Der fliegt dahin. Der fliegt dahin. Den hätte ich gern aufgelöst. So, und der Rest wird auch aufgelöst. So. Der kommt dahin, die Sternenbasis bauen. Das andere hat doch bestimmt auch nichts mehr zu tun, oder? Forschungsstationen bauen. Hier oben muss auf jeden Fall noch wieder eine Flotte hin. Und eigentlich könnten wir die beiden Systeme auch noch einnehmen. Würde ich mal vorschlagen. So, aber wir können doch eigentlich wieder Forderungen stellen, oder? Ansprüche stellen. Da haben wir noch einen Anspruch gestellt, sehr schön. Und dann da und da. Und am besten hier unten auch. So würde ich das mal machen. 256 hat uns das gekostet. So, aber jetzt wird erstmal wieder eine lange Zeit des Ausbauens kommen. Complete. Ship fragments dissected. Achso, der hier unten ist fertig. Bergbaustation. Achso, nee, der war nur zum Verstärken da. Gut.
Gut, gut, gut. So, Leute, ich würde sagen, das war eine kürzere Folge. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir Frieden hatten. Auf jeden Fall ist der Krieg jetzt endlich rum. Ich würde sagen, ich versuche mich mal hier ein bisschen zu ordnen. Auf dem Planeten ein bisschen weiter zu bauen. Hier die letzten Systeme zu erobern. Die beiden. Construction complete. Und natürlich noch neue Forschung wählen. Das können wir noch gerade zusammen machen. Machen wir das doch mal. Ach ne, geht nicht, weil automatische Forschung, Entschuldigung. Das können wir mal ausstellen, das mit der automatischen Forschung. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.